Jo, servus. Und zwar, es gibt ein kleines Update bezüglich des MDBs. Und es sei nochmal erwähnt, dass für uns nur der Spaß an vorderster Stelle steht. Wir sind selber noch Anfänger, was das Rappen betrifft und wissen daher, wie schwer es ist, selber etwas zu erreichen. Wir möchten daher andere Rapper fördern, die genauso Spaß am Battlen und Rappen haben und für die ebenfalls die Musik im Vordergrund steht. Was gibt es Neues zu berichten? Eines unserer Preise ist endlich bekannt. Und zwar habe ich ein wenig mit Viva geschrieben. Wer das VBT und insbesondere Heroes D verfolgt hat, sollte ihre Beats kennen. Sie findet unsere Idee super und möchte uns gerne dabei unterstützen. Sie stellt extra für den Turniersieger einen Exclusive Beat bereit. Und wenn das kein Ansporn ist, um sich anzustrengen, ja dann weiß ich leider auch nicht. Außerdem haben wir noch ein paar kleine Regeländerungen. Wer uns jetzt noch nicht unbedingt kennt, aber trotzdem an dem Turnier teilnehmen möchte, muss nicht unbedingt eine extra Quali über uns schreiben, sondern wir haben uns dazu entschieden, dass ihr auch alte Runden recyceln dürft und diese als Qualifikation einsenden dürft. Wenn ihr uns trotzdem battelt und euch extra die Mühe macht, uns zu recherchieren, so zeigt dies natürlich eure Arbeitsbereitschaft und Motivation, welche wir natürlich bei der Auswahl für das Turnier berücksichtigen. Ja, und das war's doch schon fürs Erste. Wir bleiben natürlich weiterhin am Ball und versuchen immer wieder, das Turnier so gut es geht weiterzuentwickeln. Die Regeln packe ich nochmal alle unten in die Infobox und wünsche euch allen ein schönes Wochenende und hoffe auf zahlreiche Qualifikationen. Haut rein!